Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen kurzen Video im BFA. Hier bin ich mit meiner Hexe. Ihr seht, ich habe noch den Silbermond-Wappenrock an. Da erzähle ich euch ja beim nächsten Video was zu. Ich bin jetzt hier bei Magni. Die Sache ist die, wenn ihr mit eurem Main-Char schon den Ruf und alles voll habt bei Magni, könnt ihr jetzt zu ihm gehen und eure Waffe aufwerten lassen. Das heißt, ihr könnt alle Aufwertungen hintereinander machen. So, Nummer 1. Na, vergesst das nicht, weil das macht ja schon ein bisschen was auf, wenn die Kette ein bisschen aufgewertet ist. Ne? Es gibt auf jeden Fall ein paar Rufstufen. Besonders die Quälerei auf die 320 am Anfang hätte ich mir so ein bisschen sparen können, hätte ich dran gedacht. Aber wie das manchmal so ist. Das wollte ich euch eigentlich nur kurz mitteilen, dass ihr dran denkt, dass ihr hier hingeht und euch aufladen lasst. Sieht schön aus, ne? Magni, do your thing. Mach mal. Ja, gucke mal. Fertig. Und das nächste. Es sind mit Duften, genau, es sind 3 Stück. Das heißt, wir gehen jetzt einmal runter in die Herzkammer. Ich lasse mal eben mein Pad frei, damit mir das nicht immer in ein Bild mit reinrennt. Hier macht ihr dann nochmal eine Aufladung. Hier unten kommt ja dann der Gott, nee, der hier, das wir erinnern uns, der uns ja, der die Kammer, der in der Kammer dann am Sprechen ist. So, Magni könnt ihr mein Herz stärken. So, wo ist er? Ich glaube, da kommt er gleich, ne? Da. Da ist er. Might der Vita. Nee. Der Meister hungert. Das Herz. Ja, alles klar. Ich mach das doch mal. Alles drauf. Ihr werdet scheitern. Er erhebt sich. Er erhebt sich. Naja. Und tschüss. So, damit haben wir dann auch die letzte Aufwertung. Das gibt nochmal 15 Stufen. Das heißt, meine Hexe hat jetzt mal eben Item Level von 3,26. Und das Herz ist jetzt auf 3,61 hoch. Ich danke euch fürs Zuhören. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, je nachdem, wann ihr guckt. Und bis bald. Tschüss.